Lariten Forde ist momentan der Mann, den es im Porsche Carrera Cup zu schlagen gilt. Nach seinem Doppelerfolg zum Saisonauftakt in Hockenheim war der Niederländer auch beim ersten Rennen im tschechischen Most nicht zu schlagen. Service: Alle Daten zum Porsche Carrera Cup im Sport 1 Datencenter. Am Ende kam er knapp 2 Sekunden vor Julian Entlauer ins Ziel. Auf Rang 3 folgte Michael Ammermüller, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war. Mit über 3 Sekunden musste sich der Deutsche im Ziel geschlagen geben. Ammermüller hadert mit sich, es wäre heute mehr drin gewesen. Ich war eigentlich schneller als der Lariten vor der Anmerkung D. Red. Aber nach dem Safety Car habe ich einen Fehler gemacht und bin in den Kies gekommen, ging Ammermüller direkt nach Rennende bereits auf Fehlersuche. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, da Wirbel um Kovac und die Folgen. Fußball, Bundesliga, Zübech, der Stratege und die Sucht. Fußball, Bundesliga-Titel, Sause, so planen Bayern. Damit steht Ten Forde mit der Maximalausbeute von 75 Punkten nach 3 Rennen an der Spitze im Gesamtklassement. Entlauer muss sich auch hier mit Rang 2 begnügen, liegt aber schon satte 38 Punkte hinter dem Niederländer. Ein gebrauchter Tag für Wagner. Noch deprimierender lief der Renntag allerdings für Richard Wagner. Nachdem schon sein Qualifying wegen eines Unfalls ein vorzeitiges Ende gefunden hatte, musste er auch im Rennen frühzeitig seinen Boliden verlassen. In Runde 14 rutschte er erneut in den Kies und musste seinen Wagen abstellen. Der ZN gratis testen und Sport-Highlights live. Aber auch Ten Forde wird alles dran setzen, im zweiten Rennen des Wochenendes seine weiße Weste zu behalten. Sport 1 zeigt natürlich auch das zweite Rennen des Porsche Carrera Cups in Most live. Porsche Carrera Cup, zweites Rennen ab 13.20 Uhr im Sport 1 Livestream. Let's Block Ads. Why?